Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Hinweise, Kommentare, Kritik und Anregungen könnt ihr wie immer unter manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen. Darauf freuen wir uns wie immer sehr. Hallo Oliver. Hallo Till. Sag mal, ist die Martina heute dabei? Martina fällt heute aus. Ach, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Na wunderbar. Dann machen wir zu zweit weiter. Ein mir unbekannter Hörer oder eine Hörerin hat den Vorschlag gemacht, dass wir in unserem Podcast mal den Film Die zwei Päpste besprechen sollen. Die zwei Päpste. Ach du meine Güte. Ja, ja. Der Film ist. Wer sind denn die zwei Päpste, dick und doof? Also, die zwei Päpste sind natürlich der alte Ratzinger und der neue Franzi. Und das ist ein Film, der auf Netflix rausgekommen ist, exklusiv. Und ich habe gedacht, ja, das ist eine ganz gute Idee. Netflix habe ich auch, das kann ich mir mal angucken und euch was darüber erzählen. Also vielen Dank für den Vorschlag. Es tut mir wirklich leid, ich weiß nicht mehr, wer es vorgeschlagen hat, aber irgendjemand von euch hat es vorgeschlagen. Danke sehr. Ich habe es getan und habe mir so meine Gedanken über den Film gemacht. Hoffentlich niveauvoll. Hoffentlich niveauvoll, das müssen andere entscheiden. Ich mache einfach mal und dann kann man ja hinterher in den Kommentaren auf manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen, ob ihr findet, dass ich also mit oder ohne Niveau gemacht habe. So, dieser Film ist länger als 90 Minuten, ich glaube ungefähr 2 Stunden. Und das Erste, was auffällt, ist, da spielen 2 total bekannte Schauspieler mit. Also da hat Netflix offensichtlich Geld in die Hand genommen. Und zwar spielt den Papst Ratzinger, spielt der Anthony Hopkins, der ja auch bei Schweigen der Lämmer den Bösewicht gespielt hat, also echt ein berühmter. Der muss doch schon 100 Jahre alt sein. Ja, das passt, aber das Gesicht ist wirklich. Der war doch in den 60ern schon alt. Okay. Das ist wirklich cool, wie das Gesicht. Okay. Der sieht fast echt so aus. Wir haben den Guten natürlich noch ein bisschen geschminkt, aber toll. Und den Papst Franziskus, der ja jetzt im Moment amtiert, der wird dargestellt von Jonathan Pryce. Und Jonathan Pryce ist bestimmt einigen von euch auch bekannt, weil der bei Game of Thrones diesen obersten Kirchenmann von dieser Kirche in der Hauptstadt da gespielt hat, den ja hinterher Kathedrale. Darfst du das erzählen? Weiß ich nicht. Darf ich das nicht erzählen? Ja, vielleicht haben das noch nicht alle geguckt. Also der Jonathan Pryce wird vielen von euch auch bekannt sein, weil er bei Game of Thrones vorkommt. Da spielt er den obersten Kirchenmann in der Hauptstadt. Das musst du verpiepsen. Und der ist auch ein sehr guter Schauspieler und lustigerweise hat er jetzt die beiden Dinger sind, da spielt er halt so ein Kirchenoberhaupt, ne? Bei Game of Thrones natürlich ein erfundenes und jetzt hier bei Netflix die zwei Päpste spielt er tatsächlich einen Menschen, den es gibt in diesem Leben. So, der Regisseur heißt Fernando Meirelles. Der ist bekannt geworden durch Filme wie City of God und Der ewige Gärtner. Bei City of God geht es, glaube ich, um Straßenkinder in Südamerika und Der ewige Gärtner, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, da hatte ich keine Zeit mehr, das nachzugucken, aber da geht es auch um irgendwas mit Gott, also da geht es um Glaubensfragen oder irgendwie. Also dieser Regisseur scheint mir eine Affinität zu Themen des Glaubens oder der Religion zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Agenda ist, aber es passt offensichtlich ganz gut zusammen alles. So, und ich habe mir den Film angeguckt und muss sagen, 2 Sachen sind mir aufgefallen. Die erste Sache: Der Film ist handwerklich gut gemacht. Was meine ich damit? Einerseits, die Bilder sind schön, die Kameraarbeit ist gelungen, der Soundtrack ist cool, die Schauspieler sind tipptopp, die Performances sind gut. Und die Art, wie der erzählt ist, ist ganz gut gemacht. Also handwerklich gut konstruierte, ja, ich sag mal Geschichte oder ein gut konstruiertes Korsett, die dem Ganzen zugrunde liegt. Erkläre ich gleich noch weiter, wenn ich darauf eingehe, was so passiert. So, die andere Sache muss ich aber sagen, ich war total enttäuscht von dem Film, weil, wenn man jetzt über diese Päpste spricht, da würde sich ja die Möglichkeit bieten, hier und da auch mal ein bisschen kritisch auf die katholische Kirche zu gucken oder den Vatikan oder das Amt des Papstes an sich oder was diese speziellen Päpste jetzt machen oder sagen. Nichts davon. In dem ganzen Film. Aber worum geht's denn dann da? Geht's auf jeden Fall nicht um Kritik. Was der Film macht ist, es ist ja so ein bisschen ein outstanding Ding, also ein nie dagewesenes Ereignis, dass ein Papst zurücktritt, freiwillig. Das hat ja der Ratzinger gemacht. Sondern die sind vorher immer alle gestorben. Soweit ich weiß. Oder es gab einen Mal, der irgendwie zurückgetreten ist. Aber eigentlich ist das was lange nicht mehr oder noch nie vorgekommen ist, dass ein Papst sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber wie freiwillig das jetzt wirklich war, ist noch offen. Ne? Das ist noch offen. So, aber das ist noch offen, auf dem Höhepunkt der Missbrauchskrise. Genau, und jetzt geht es darum,
Also um das ganz kurz auf den Punkt zu bringen, der Film sind praktisch 90% sind Dialoge zwischen diesen beiden Männern. Was mich halt wirklich ärgert ist, der Film stellt zwei auf ihre jeweilige Art sehr ehrliche, sympathische, bemühte, integre Männer dar, die zwar einen Konflikt haben, aber beide das Beste für die ganze Menschheit wollen und das mit den Mitteln ihrer Kirche versuchen. Ja, es ist ein super wohlwollender Blick auf zwei ehrenwerte alte Herren, die in einem Konflikt beide dasselbe Ziel aber haben. Aber dadurch, dass sie persönlich unterschiedlich sind, geraten sie so ein bisschen aneinander. Aber im Grunde genommen sind beide Männer ehrenwert und gehören zu den Leuten, die man bewundern muss. Ah. So stellt der Film das dar. Das ärgert mich natürlich. Weil, wie gesagt, finde ich, wenn man einen Film über zwei Päpste macht, die auch noch beide am Leben sind, könnte man eigentlich mal ein bisschen Kritik hier und da anbringen. Aber es ist nicht der Fall. Weil die halt diese Agenda offensichtlich haben, das alles in so gutem Licht dastehen zu lassen und so ein wohlwollendes Gefühl der Kirche gegenüber aufzubauen, deswegen finde ich es eigentlich problematisch, dass der Film so gut gemacht ist. Weil wenn er schlecht gemacht wäre, wäre es halt sofort so, ja, okay, Propaganda. Aber weil der so gut gemacht ist oder weil der hinreichend gut gemacht ist, guckt man den trotzdem gerne. Und dann zieht man sich halt die ganze Zeit diese Propaganda rein. Ja, also, ja, okay. Ist ein Punkt, aber ist doch klar. Er wird auch kofinanziert sein. Ist doch klar. Ja, das habe ich leider nicht rausgekriegt, wer den finanziert hat. Also ich weiß das nicht, aber... Netflix hat natürlich das gemacht, aber die Frage ist, wie kommt Netflix auf so eine Idee? Und ist das so ein südamerikanischer Film oder kommt bloß der Typ aus Südamerika? Also die Hälfte spielt... Ich glaube, fast alles ist in Europa gedreht, bis auf so ein paar Szenen, die tatsächlich in Südamerika spielen. So, der Film fängt damit an. Vor 30 Jahren in Buenos Aires sieht man, wie ein sehr sympathischer Pfarrer in der Menge auf einem belebten Marktplatz steht und eine Predigt hält und die Leute hören ihm zu. Und das ist schon der Franzi, der Franziskus. Der hieß ja Berenguer, glaube ich, in echt vorher, bevor der Papst geworden ist. Und dieser Pater Berenguer, der steht halt da und für die Leute auf der Straße, für das einfache Volk, mittendrin, ohne Abzäunung, ohne Schutzleute, steht der da und spricht den Leuten aus dem Herzen und auf dem einfachen Markt jubeln ihm alle zu. Also das Erste, was der Film zeigt, ist, wie dicht am Volk dieser Mann ist und wie ehrlich der das meint und wie wichtig ihm diese Authentizität ist und die Nähe zum Volk. Ja, so. Das sind schön gefilmte Bilder, die Sonne steht tief, die Leute sehen cool aus, der Markt sieht belebt aus. Man guckt das einfach gerne, aber es ist halt scheiße. Es ist halt, keine Ahnung, ob das so war, aber es ist halt gut gemacht, hinreichend gut gemacht, dass es schön aussieht. Dann macht der Film einen Zeitsprung. Wir springen nach Rom in den Vatikan und wir kriegen gezeigt, wie der Ratzinger zum Papst gewählt wird und was vorher passiert. Mhm. Das wird auch super cool gezeigt. Vor dem Petersdom auf diesem Platz, die ganzen Medien, alle Leute sind gespannt und stehen da. Es werden dann so gefakte Ausschnitte aus irgendwelchen Nachrichtensendungen. Ja, ich stehe jetzt hier live auf dem Petersdom und wir haben gerade gemerkt und hier, da versammeln sich alle Päpste und die Wahl wird jetzt so und so gemacht und so. Dann wird das unterschnitten mit so Zeitlupeneinstellungen, wie die ganzen wichtigen Herren so in den Gemächern so rumschreiten und langsam zu so einer Konferenz zusammenfinden. Und dann hat man das Gefühl, oh, jetzt komme ich endlich mal hinter diese Kulissen. Das ist ja sowas Sagenumwobenes. Wie wird ein Papst gewählt? Wer sitzt da zusammen? Wie geht das? Was machen die da? Woher kommt dieser Rauch? Und die Kamera nimmt einen mit als Zuschauer von diesen Leuten, die davor stehen, rein in diese Kirche, in den Dom und man ist zwischen den ganzen wichtigen Leuten in Gewänder. Ja, kann man sich doch vorstellen, dass das enthusiastische Katholiken das interessiert. Ja, das ist auch selbst als Laie wie mich, ist es ganz cool, dass man denkt, ach cool, jetzt sehe ich mal, wie das da drin abgeht. Ne? Und dann unterhalten die sich und dann ist es klar, wer wird jetzt gewählt, weil der Ratzinger war ja nicht der einzige Kandidat. Und dann wird so ein bisschen gezeigt, wer mit wem so Grüppchen bildet. Und der Ratzinger erscheint dann immer so als relativ strenger Deutscher, der so eine Agenda hat, der auch selber unbedingt gewählt werden will und dann so Netzwerke schmiedet und darauf hinarbeitet, dass er gewählt wird. Und da ist auch dieser Berenguer, der hinterher der Papst Franziskus wird, der ist auch schon da und der ist ganz anders. Der wird so ein bisschen als Gegenstück zu dem strengen Deutschen dargestellt, weil der halt so gar nicht in so tollen Klamotten da ankommt und viel netter ist und so ein bisschen auf diese Etikette verzichtet. Und ganz bestimmt schmiedet er keine Netzwerke. Er schmiedet keine Netzwerke, sondern von anderen wird er umringt, die sagen... Er wird also versehentlich gewählt, ja? Ja, nee, da wird er ohne eigenes Zukommen. Da wird, aber später dann ja doch... Ja, nee, es ist noch komplizierter. Okay, ich verstehe. Es ist noch komplizierter. Und da wird er schon so dargestellt. Die anderen bitten ihn und er sagt, nein, nein,
nein, ich möchte aber nicht antreten, sehr bescheiden und zurückhaltend. Und dann der Razzi, der da aber streng als Deutscher durchgeht und das am Ende auch für sich entscheidet, da wird so dargestellt, wie so Kügelchen geworfen werden und die Wahl und dann die Stimmen ausgezählt werden und dann kommt dieser Ofen, mit dem, wo der Rauch erzeugt wird und dann Jubel, Jubel, wir haben einen neuen Papst, Ratzinger, und dann kommt die Kamera wieder nach draußen, die Menge jubelt, dann gibt's Berichterstattungen wieder und so, also es ist ein Riesending aus dieser Wahl. So. Und da merkt man schon, was die Mechanik des Films, auf die ich eben angespielt habe, die Mechanik, die handwerklich gut gemacht ist, finde ich. Die Mechanik funktioniert so, dass das halt zwei alte Männer sind und das Prinzip ist Good Cop, Bad Cop. Ne? Der eine ist so der ehrliche Mann, der am Volk arbeitet und keinen Wert auf Etikette und Ruhm legt. Mhm. Und der andere ist halt der strenge, analytische, mit einer Agenda. Und am Anfang denkt man, das wäre so eine kritische Sicht auf diesen strengen Deutschen. Aber wenn der Film weitergeht, merkt man, da zeigt er auch, der Film zeigt halt auch, wie auch der Ratzinger, der ist zwar ein ganz anderer Typ als dieser Berlinguer, aber der Film zeigt auch lauter positive Seiten an dem, nämlich dass dem das unheimlich wichtig ist und dass der nur deshalb so streng ist und kompromisslos, weil dem halt die Sache wichtig ist und der will nur das Beste in der Kirche und so. Und es wird halt dargestellt, wie diese verschiedenen Männer beide eigentlich immer nur das Beste für die Kirche und am Ende das Beste für die Menschheit so im Blick haben. Nur halt auf eine verschiedene Art, weil sie so als Person so verschieden sind. Deswegen Good Cop, Bad Cop, aber beide stehen im Endeffekt für die gute Sache. Ne? Und das wird sehr krass dargestellt. Dann wird so ein bisschen das Leben von dem Berlinguer nochmal in Rückblicken gezeigt und so. Und dann lädt irgendwann der Razzi diesen Berlinguer ein nach Rom und zu so einer Unterredung und dann merkt man, dass sie total unterschiedlicher Meinung sind und dann merkt man auch, dass sie so einen Konflikt haben miteinander, aber dass sie eigentlich das Gleiche wollen. Da gibt's so eine Szene, ne, wo der Papst halt wohnt, der Ratzinger, dann sitzen die da abends zusammen und dann gucken die Fußball zusammen im Fernsehen. Und der Ratzinger, das ist ganz lustig, dieser Ratzinger, der strenge Deutsche, der hat so eine Sportuhr am Arm und ab und zu kommt dann so ein Piepsen im Film und dann sagt die Sportuhr, aufstehen und weiter bewegen. Und der ist, also das soll so zeigen, wie streng der selbst mit seinem eigenen Körper ist, dass der dann immer irgendwie sich so durchtaktet und so. Und dieser Südamerikaner, der guckt dann immer und weiß gar nicht, was das soll und so, ne? Und dann gibt's wieder einen Zeitsprung, in dem wird so gezeigt, was der Franziskus so in Jugendjahren da in Südamerika gemacht hat, bla bla bla. Und dann lädt der Papst den nochmal ein nach Rom. Und dann sagt der Razzi zum Berlinguer, eröffnet ihm das Geheimnis, dass er vorhat, sein Papstamt niederzulegen. Und der Berlinguer ist total geschockt, der sagt, das kann man ja nicht machen, das hat noch nie einer gemacht, das geht ja gar nicht. Aber das ist halt so der mega Vertrauensbeweis, dass der Papst, der eigentlich immer den Berlinguer so kritisch gesehen hat, dem jetzt sein Geheimnis eröffnet, dass er nicht mehr will. Und dann folgen so zwei Beichten. Dann beichtet nämlich der Berlinguer, weil der Razzi legt dann dem Berlinguer nahe, dass er doch vielleicht der Nachfolger sein soll. Und der so, nein, das kann ich nicht, weil erstens kannst du das Amt nicht niederlegen und zweitens bin ich gar nicht gut genug für das Amt. Und dann sagt der Razzi, ja, warum denn nicht? Dann kommt so eine Riesenbeichte. In Rückblicken wird dann erzählt, dass der Berlinguer sich dafür schuldig fühlt, dass seine Jesuitenbrüder in Südamerika damals irgendwie vom Militär überrollt worden sind. Überrollt worden. Ja, das Militär hat die Jesuiten irgendwie ein bisschen verboten und hier und da und so. Und der fühlt sich halt total schuldig, obwohl er es gar nicht ist. Das ist dann auch nochmal so ein Film, der da erzählt wird. Und dann sagt der Razzi, nein, die trifft ja gar keine Schuld. Und dann fängt der Razzi an zu beichten. Und das ist eine wirklich interessante Stelle in dem Film, weil der Razzi ist ja der Oberding da zu dem Zeitpunkt. Und der beichtet jetzt seinem Untergebenen. Und das Erste, was er sagt, ist, dass er das Gefühl hat, Gott hat aufgehört, mit ihm zu reden. Früher hat Gott immer mit ihm geredet, er hat immer diese Stimme gehört, aber das ist jetzt nicht mehr so. Deswegen hat er nicht den Glauben verloren, aber er hat das Gefühl, er soll nicht mehr Papst sein, weil Gott halt nicht mehr ihm ins Ohr wispert. Das ist so ein bisschen komisch für mich als Atheist, mir vorzustellen, dass er das ganze Leben lang da jemanden im Ohr hatte, aber gut. Ja, es ist auch offensichtlich der Film an einen überzeugten Katholiken gewandt. Ja. Die sagen, es ist ganz selbstverständlich, dass der Gott mit dem Papst spricht. Mit wem soll er denn sonst reden? Das ist ja auch sein Amt, ne? Ja. Ja, also, und wenn er, das ist dann, klar. Und ja, okay, erzähl mal weiter. So, und dann kommt nämlich die interessante Stelle. Jetzt kommt die interessanteste Stelle im ganzen Film. Dann fängt der Papst nämlich, also der Ratzinger-Papst, an, weiter zu beichten. Und man kann so einen Halbsatz aufschnappen, wo die Worte Missbrauch fallen. Und dann wird das ganz leise und es geht in so einen Tinnitus-Piepston über. Und die Kamera bewegt sich immer weiter weg, weiter weg, weiter weg, bis der Papst eine winzige Figur im Bild ist und man hört nur dieses Piepsen. Echt? Das ist ja cool. Und das wäre die einzige Stelle, wo man mal. Also es wird so ganz hauchzart angedeutet, was jetzt die Beichte von dem Papst ist. Aber es wird weggepiepst
und wegverschleiert. Und dann gibt's einen Schnitt und die sitzen irgendwie in so einem hintersten superheiligen Mega-Raum, wo nie einer hin darf, und bestellen sich dann Pizza, weil der Berenguer ist ja so der Mann aus dem einfachen Volk, der sagt, ach, das, jetzt haben wir uns beide so gebeichtet, und dann bestellen sie sich erstmal eine Pizza, und dann wird so gezeigt, ne, wie so diese Würdenträger so an den Toren des Vatikan dann so diese Pizzapäckchen entgegennehmen und gar nicht so richtig wissen, wie man jetzt diesen beiden Typen da die Pizza ins Allerheiligste bringt. Mhm. Und das ist auch wieder so eine Sache, die soll halt die beiden sympathisch machen, ne, und so abgehoben sind die ja gar nicht. Ne? Auch die essen Pizza wie jeder normale. Aber das ist doch eigentlich ganz schön, dass sie das offen lassen. Dass sie sagen, der Missbrauch ist das Problem. Und weil es niemand weiß, zeigen wir es nicht. Und offensichtlich kriegen ganz viele Leute ihr Antinitus, wenn es um Missbrauch geht, und können dann leider überhaupt nicht mehr zuhören. Ja. Oder sich ändern. Oder Änderungen fordern von anderen. Das ist doch wirklich, das ist doch dann kunstvoll gemacht. Das ist doch bis jetzt das Interessanteste von dem, was du erzählt hast. Also bei Weipen. Ist doch eine interessante Sache. Ja, und jetzt also selbst so ein Film für offensichtlich für Katholiken, für überzeugte Katholiken. Dass die nicht den Glauben verlieren und drinbleiben. Das ja, glaube ich auch. Genau, aber dass die sagen, der sagt jetzt zum Beispiel, nee, der hätte jetzt ja auch sagen können, ja, da war dieser, als ich in München, was weiß ich, erfinde das jetzt, ja, als ich in München Bischof war, da war dieser eine Typ, der kam mir immer schmierig vor, aber ich habe nichts gemacht, und 30 Jahre später habe ich dann festgestellt, ja, es war ein Kinderficker, und jetzt schäme ich mich so, und deshalb denke ich, ich sollte zurücktreten. So, weißt du, so, war ja nicht so schlimm, ach ja, das sind ja nur Vorwürfe, come on, das hätte man ja auch machen können. Ja, gut, so gesehen. Den ja. sozusagen so ein bisschen exkulpieren. Ja. Und dann hätte der andere Papst gesagt, oder Bischof gesagt, ja, du meine Güte, naja. Ja, gut. Aber stattdessen zu sagen, so, da ist ein großes Geheimnis, das niemand hört und niemand hören will. Selbst wenn er es sagt. Selbst wenn er es sagt, wird plötzlich ganz leise. Gehört, ja. Genau. Ja. Das ist doch, und das dann halt offen zu lassen, ja, was da wirklich passiert ist. Denn das ist ja wirklich ein, ich weiß nicht, wie bekannt das ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Aber das Gerücht in der Kirche ist, er sei zurückgetreten worden, weil er also deutlich mehr in den Kindesmissbrauch involviert war, als bekannt war. Mhm. Noch von diesen komischen, absurden Jesuiten oder anderen Netzwerken, die es da gibt im Vatikan. Ja, interessante Sicht. Also, dann ist nicht die geringste Ahnung, wie viel dahinter ist. Diese Stelle in dem Film vielleicht doch nicht so schlecht, wie ich am Anfang dachte. Weil wenn man es so sieht, ist es vielleicht tatsächlich so der Punkt, wo das Wegpiepsen ist natürlich auch ein Statement. Ne? Ja, das hast du recht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht gemacht. Naja, der Film geht auf jeden Fall weiter. Jetzt tritt nämlich der nächste Mechanismus ein, die Macher hier verwenden, in ihrem, wie ich schon sagte, handwerklich gut gemachten Konstrukt. Und zwar heißt dieser Mechanismus, glaube ich, Katharsis. Ja, dadurch, dass sie sich jetzt sozusagen gegenseitig ihre Beichten abgenommen haben und jetzt praktisch alles übereinander wissen und so ein mega Vertrauen aufgebaut haben. Sind sie jetzt wie Spencer und Hill? Sind sie jetzt praktisch, haben sie einen Weg zueinander gefunden. Und das Pizzabestellen ist der erste Moment, wo der Razzi Eigenschaften annimmt, die er vorher gehasst hat und an dem Berenguer so kritisiert hat, ja, dass er jetzt auf einmal Pizza da sich bestellen lässt. Und dann kommt direkt die zweite Sache. Die sind da jetzt da fertig, haben ihre Pizza aufgegessen. Inzwischen sind aber in dem öffentlichen Teil des Vatikans alle Touristen. Man kann ja als Tourist da hingehen und diese Räume sich angucken. Klar. Und jetzt können die aus dem Raum nicht mehr raus, außer sie gehen mitten durch die Menge. Und das ist natürlich eine Sache, die der Berenguer schon immer gemacht hat. Der hat sich ja nie vor den Menschenmassen gefürchtet, wie wir ungefähr schon 13.000 Mal in dem Film jetzt auch in Rückblenden gesehen haben. Aber der Ratzinger hat sich ja mal ferngehalten von der Bevölkerung. Und jetzt sagt er, komm, wir gehen jetzt einfach mitten durch die Masse. Ich bin Papst, mir kann ja nichts passieren. Und der Berenguer lächelt. Und dann nehmen die sich an der Hand und schreiten zusammen mitten durch die Touristen. Und dann dauert es ein bisschen. Und dann ein Tourist erkennt, weil er sagt, ah, das ist doch der Papst. Dann werden Handys gezückt und dann kommt wieder Zeitlupe. Der Ratzinger das erste Mal in der Menge im Volk. Ja, das ist also die zweite Sache, wo er eine Eigenschaft, die er vorher an dem anderen kritisiert hat, jetzt aber selber praktiziert. Also man sieht, dass der Mechanismus greift. Die werden sich jetzt, das, was sie vorher im anderen als Fehler gesehen haben, sehen sie jetzt vielleicht als Stärke und übernehmen das teilweise. Dann sitzen sie abends nach diesem wahnsinnigen Erlebnis zusammen und irgendwie tanzen sie dann. Da läuft irgendwie Musik und die tanzen dann, ne? Die kommen sich auch körperlich nah, die tanzen dann. Oh. Ja, ja. Genau. Dann macht der Film wieder einen Sprung. Ein Jahr später, glaube ich. Die Konklave, wo er dann wirklich zurückgetreten ist. Dann kommt ja die Konklave, wo im Endeffekt der
Berenguer zu Papst Franz gewählt wird. Dann kommt das nochmal, dass man sieht, wer da wählt und welche Kügelchen und wie das mit dem Rauch ist, also nur im Schnelldurchgang, weil wir haben es ja am Anfang des Films schon sehr ausführlich gesehen. Jetzt kommt das Gleiche nochmal im Schnelldurchgang. Währenddessen sieht man aber den alten Papst zu Hause sitzen vor dem Fernseher und das so ein bisschen verfolgen. Und dann, als die Nachricht kommt, dass es der Papst Franz, also der Berenguer geworden ist, da sieht man den alten Papst lächeln und sich freuen für ihn. Da hat so, glaub ich, ein Tränchen im Auge. Ja, und sein Schützling, er hat sich ja gewünscht, dass er es wird, aber kann natürlich nicht so diese Wahl beeinflussen, aber er ist es dann ja geworden, da freut er sich total. Und dann die allerletzten Bilder, da sieht man halt, wie der Berenguer jetzt als Papst Franz in den Vatikan einzieht, da in sein Zimmerchen. Dann will er irgendjemanden besuchen und will einen Flug buchen mit dem Handy, sich selber. Und dann hat er aber das WLAN-Passwort nicht. Dann geht er vor die Tür, wo so ein Schweizer Gardist steht. Und dann sagt er zu dem, sag mal, du hast doch auch ein Handy. Und der Schweizer Gardist so, meinen Sie mich? Und dann sagt der Papst zu dem, ja, hast du mal das WLAN-Passwort? Ich weiß nicht, wie das geht. Und dann sagt er, was wollen Sie denn? Und dann sagt er, ich will einen Flug buchen. Ja, für wie viele Personen denn? Ja, nur für mich. Wohin soll es gehen? Und dann dieser Schweizer Gardist, der nimmt sich dann das Handy vom Papst und bucht dem irgendwie auf Expedia einen Flug. Ja, das ist ja ein Künstlerbrief, ne? Und dann kommt seine Antrittsrede und die Masse ist wieder auf dem Petersdom versammelt und man sieht sogar im Hintergrund eine Regenbogenfahne, was ich perfide Lüge finde, weil das suggeriert, dass der Papst jetzt für alle da ist. Dieser neue Papst Franz wird ja immer so hingestellt als der liberale Papst, der auch für die Schwulen da ist und der Atheisten. Und da sieht man dann hält er so eine ganz beglückende, tolle Rede. Und da sieht man, jetzt hat auch er so eine Sportuhr an. Ja, also er macht sich jetzt auch ein paar Gewohnheiten von dem alten Papst zu eigen. Das heißt, dieser Spiegelmechanismus funktioniert hier wieder. Nicht nur der alte Ratzi nimmt sich so Sachen von dem neuen raus, sondern auch er übernimmt Eigenschaften von dem alten. Und dann ganz zum Schluss kommt ein Bild, was aus der Presse geklaut ist, was tatsächlich nicht zu diesem Film eigentlich gehört, sondern das ist ein Ausschnitt aus dem Fernsehen, der wirklich lief. Da hat der Ratzi den Franz besucht. Und dann kommt so eine Stelle, wo der aus dem Hubschrauber steigt und die schütteln sich so ganz vertraut die Hände. Auch das ist in Zeitlupe und in einer etwas schlechteren Qualität, weil es offensichtlich aus dem Fernsehen gegrabt ist. Und dann kommen wieder die beiden Schauspieler, die sitzen dann zusammen und gucken wieder Fußball und essen Pizza. Und das ist das Spiel der WM, Deutschland gegen, weiß ich nicht mehr. Und Deutschland wird Weltmeister. Und die beiden springen auf und umarmen sich. Und Deutschland wird Weltmeister. Und dann ist der Film zu Ende. Und es ist, also ich habe gesagt, ich finde, er ist gut gemacht, weil die Bilder schön sind und dieser Mechanismus einfach ausgeklügelt funktioniert. Und das ist wirklich wie ein Uhrwerk, tickt der Film zwischen Good Cop, Bad Cop. Die nähern sich an, dann kommt diese Katharsis. Zack, lieben sie sich, sind aber weiterhin verschieden, aber nehmen einander so wie Yin und Yang so Teile des anderen an. Und dann wird alles gut. Und es sind zwei alte Männer, die beide dasselbe im Sinn haben, nämlich das Beste für die Menschen. Und 90% des Films sind Dialoge zwischen denen. Und es geht immer darum, wie ist das Beste für die Menschheit zu erreichen. Und die haben zwar unterschiedliche Ansichten, wie man da hinkommt, aber die haben eigentlich, wollen die das Beste. Und das finde ich halt irreführende Darstellung, weil die Leute glauben, ja, so sind das. Das sind zwei alte Männer, die wollen nur das Beste. Der eine will es so, der andere so. Und ja, wollen sie ja vielleicht auch. Ich kenne die nicht. Kann doch sein. Also ich zweifle das an. Alle Aktionen, die machen, zeigen nicht gerade, dass sie das Beste für die Menschheit wollen, sondern für sich. Die Kirche ist das Beste für die Menschheit, also musst du das Beste für die Kirche machen. Ja, okay. Also, ja, wenn du erstmal in dem drin bist, in dem Gedanken, das kann schon sein. Keine Ahnung. Ja. Ja, also das ist meine Sichtweise auf diesen Film. Ja, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und vor allen Dingen für den Einblick, wie Filme funktionieren. Ja, also dieser Film. Für die Mechanismen. Also ja. Das hast du ja wirklich schön rausgearbeitet. Ja, also ich würde euch sagen, guckt euch das nicht an, weil dann die Zuschauerzahlen bei Netflix suggerieren würden, dass das jetzt ein super toller Film ist. Aber klar. Ja, eine Fortsetzung können sie nicht machen, oder? Guckt euch ihn an. Ja, apropos Fortsetzung, genau, das wollte ich noch hinten dran schieben. Was ich interessant finde, was eindeutig falsch ist, dass der Film die so darstellt, dass sie hinterher Freunde werden. Und wenn man die Presse mal ein bisschen durchguckt, ist das einfach nicht der Fall. Die sind sich spinnefeind. Als Beispiel dafür oder als Beweis oder als Hinweis darauf, dass die keine Freunde sind heute, habe ich mal einen Artikel aus der Süddeutschen rausgesucht. Und in diesem Artikel wird ganz klar, dass die sich überhaupt nicht mögen. Also, dass sie zusammen, vielleicht haben die mal zusammen Fußball geguckt, keine Ahnung, aber die sind heutzutage keine Freunde. Das ist falsch. Die Süddeutsche schreibt am 14. Januar 2020, der Artikel stammt von Gustav Seibt, der Artikel heißt Zölibat, Papst und Gegenpapst? Fragezeichen. Und dann kommen als erstes so drei Stichpunkte, die den Artikel zusammenfassen. Und die lauten, der zurückgetretene Papst Benedikt hat mit einem Text in einer Neuveröffentlichung seinem Amtsnachfolger in der Zölibatsfrage widersprochen.
Kommentatoren befürchten deshalb Zwist in Glaubensfragen und ein neues Gegenpapsttum. So, es geht darum, dass der Oliver, du hattest ja auch darüber berichtet, über diese Amazonas-Synode. Und da haben ja verschiedene Gruppen dem Papst ein Papier vorgeschlagen, wo drin empfohlen wird, das Zölibat zu lockern. Und dann wurde so ein bisschen auf die Antwort vom Papst gewartet, was der jetzt dazu meint. Und bevor der Papst antworten konnte, hat der alte Papst Ratzinger zusammen mit einem anderen Autor in einem Buch einen Artikel veröffentlicht, wo der ganz scharf argumentiert, dass das ein Riesenfehler ist, das Zölibat zu öffnen. Und das ist deshalb krass, weil der, als er gegangen ist, hat der Ratzinger gesagt, ich gehe untertänigst aus diesem Amt und ich werde mich nie zu solchen Fragen äußern. Ich werde schweigen und mich untertänigst deinem Papsttum unterwerfen. Also er hat ganz klar gemacht, ich kritisiere meinen Nachfolger nicht. Ich gehe zurück und akzeptiere, dass ich danach nichts mehr zu melden habe. So, und jetzt schreibt er einen Artikel, wo der heftig kritisiert. Und dann haben Leute gesagt, was ist denn da los? Jetzt hast du gesagt, du sagst nichts mehr dazu und jetzt mischst du dich hier total krass ein und kritisierst deinen Nachfolger sehr. Und dann hat der Ratzinger, weil ihm offensichtlich auch klar geworden ist, dass das nicht so geht, hat dann aus dem Buch seinen Namen streichen lassen. Der Artikel ist drin geblieben, aber jetzt steht da kein Autor mehr bei. Und jetzt regen sich alle auf, weil das total klar ist, wer den Artikel geschrieben hat, weil das auch durch Briefwechsel, die der Ratzinger vorher mit anderen Leuten hatten, klar ist, dass er den Artikel geschrieben hat. Aber offensichtlich will er jetzt seinen Namen da nicht mehr genannt haben. Also es ist ein Riesenchaos. Also ja, das stimmt alles irgendwie, aber diese Sache ist wirklich ein reiner Binnenskandal. Der ist nach außen nicht nachvollziehbar. Denn der Papst, also der aktuelle Papst, Papst Franz, hat dann ja auch gesagt, Zölibataufweichung gibt's nicht. Ne? Gibt's nicht. Machen wir nicht. Und mit Frauen machen wir auch nichts. Die fassen wir nicht an. Also, du hast schon. Die Leute, die hier diesen synodalen Weg machen auf Basis dieser Amazonas-Synode, die rudern jetzt zwar weiter, aber niemand weiß wohin, weil da ist nichts, wo die hinrudern. Der Papst hat gesagt, wir machen das nicht. Ja. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Macht das einfach nicht. So, und die waren offensichtlich damals schon derselben Meinung. Und dieses Buch von Kardinal Sarah, was Sarah jetzt genau mit Ex-Papst Ratzinger abgesprochen hat oder nicht, ist offen. Das lässt sich kaum noch rekonstruieren. Das kann auch sein, hey, schreib doch mal einen Artikel. Da hat er einen Artikel geschrieben, der schreibt ja auch so Bücher. Ja, ja. Zu allen möglichen Jesus-Themen und was auch immer. Das ist aus Binnensicht genauso heikel. So, und dass du in den Zölibaten hier einfach auflösen kannst, ohne dass das Wesen der Kirche sich völlig ändert, ist auch völlig klar. Denke ich auch. Ich habe das nur angebracht, weil ich finde, dass es ganz gut zeigt, dass sie halt nicht in einiger friedlichen Freundschaft. Nein, das müsst ihr auch gar nicht. Also wir müssen ja. Aber also die Katholiken erwarten das vielleicht, dass ihre Päpste das tun. Wir würden das nie erwarten. Genau, das ist. So, das sind halt machtbesessene alte Männer. Wenn die nicht machtbesessen wären, wären die da nicht hingekommen. Und die streiten sich. Und streiten sich halt so ein bisschen rum. Ja. Und halten zwischendurch die Füße still. Und das ist aber ein Punkt, den der Film halt komplett anders darstellt. Und da ist es das einfach falsch. Ja. Aber so wird der Film nicht. Ja, klar. Der Film wird so rezipiert, dass die Leute sagen, ja, guck mal, jetzt habe ich endlich meine Einsicht bekommen und ich habe ein paar, wenn man auf der Wikipedia diesen Film googelt, da gibt's am Ende einen Abschnitt über Rezensionen. Ja, okay, ja, nee, ich verstehe schon. Ja, so, und da werden so ein paar Zitate von Rezensionen gebracht, die der Film bekommen hat und die sind alle so, dass man sagt, ja, wir wissen jetzt nicht, ob die das genau so gesagt haben, weil es natürlich solche Protokolle von diesen Gesprächen nicht gibt, aber der Film ist so gut gemacht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das ungefähr der Ton ist, in dem die miteinander reden und so weiter. Das heißt, selbst Filmkritiker gehen davon aus, ja, ungefähr so ist das. Klar. Ja, Katholiken oder Christen allgemein sind gewöhnt zu glauben, was man ihnen sagt. Ja, und das wird ihnen jetzt gesagt, das gehört unter Kirche und dann glauben wir erstmal. Ja, und der Fachbegriff für diesen Film lautet Scripted Non-Fiction. Nee, doch, ja, genau. Scripted Non-Fiction. Also es wird suggeriert, mit allen Mitteln wird suggeriert, ja, das ist jetzt nicht Wort für Wort so, aber es ist so. Ja, aber Bachelor in Paradise ist auch scripted Non-Fiction. Nee, das ist Fiction, oder ist das Non-Fiction? Keine Ahnung, so, was ist denn mit so, ach, ich weiß nicht. Also, wie heißen die denn alle? So, auf jeden Fall spätestens da muss einem klar werden, dass es komplette Fiction ist. Ja, klar, es ist das. So, deswegen wollte ich das nur mal kurz hinten dran. Aber ich meine, wenn die sich zu zweit unterhalten und zusammen Pizza essen, wer zur Hölle soll das denn wissen? Ja. Ja. Wie soll das denn Non-Fiction sein, wenn der Papst ihnen das nicht erzählt hat und der Ratzinger sagt sowieso kein Wort? So, ja, also, liebe Leute, so viel zu diesem Film von mir. Also gut gemacht, aber auch als Propagandastück gut gemacht, aber gibt's Raumschiffe und Außerirdische? Nee, dann will ich ihn nicht gucken. Ach so, nein, ja, leider nicht. Aber Sonnenuntergänge noch und nöcher und Bäder in der Menge auch. Fire, 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 fire.
Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ich bin einigermaßen stolz, dass ich diesen Satz jetzt, ohne abzulesen, einigermaßen fehlerfrei aufsagen kann. Anfügen möchte ich, wie immer, dass wir uns sehr über eure Kommentare freuen, die ihr hinterlassen könnt, ohne euch anzumelden, ohne euren Namen oder E-Mail-Adresse anzugeben, bei manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir freuen uns auch auf jeden Shitstorm von euch, aber natürlich auch über Lob. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, von Mund-zu-Mund-Propaganda sind die meisten Podcasts schon groß geworden. Es sei denn, du hast einen Podcast in der Zeit, dann brauchst du das nicht. Stimmt, da ist man von all diesen Pflichten befreit, weil dann ist man bei den Guten, per Definition. Vielen Dank also fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.